Herzliches Willkommen zu einem neuen Video von meiner Seite aus. Ja, ich präsentiere euch mal wieder ein bisschen was vom Pharmarama. Ja, aktuell läuft ja das ein Event, nennt sich ja Meeresstadtrundführung. Ja, was musste man machen? Ja, ich habe extra schon alles abgeschlossen, also man musste, aber ich werde mal. Man muss halt Tiere züchten, also für Abzeichen halt, Säugetier, Fisch und Gliederfüßer, die man dann hier abgeben musste. Erst die Tiere, dann Säuge, dann die Abzeichen, dann wieder Tiere, Gliederfüßer, Gliederfüßerabzeichen, Säugetier, Säugetierabzeichen, Fisch, Fischabzeichen und hier musste man dann dementsprechend auch Haie abgeben. Immer bei der letzten Stufe. Und das musste man dreimal machen. Bei den Abzeichen war das immer gleich, die Anzahl. Also nicht hier, was die Tiere mal anging. 15, 25, 35. 15, 25, 35. 15, 25, 35. Wenn man genug Superfutter und genug Tiere auf Lager hat, kann man das Event innerhalb von 10, 20, 30 Minuten schaffen. Ja. Und es hat ja noch was gegeben, also man musste. Big Point hat es ja so gedeichselt, dass man die den Hai nur noch hier drüber freischalten konnte. Über den Tempel. Und die Zucht selbst muss man auch nochmal über den Tempel ab freischalten. Mal sehen. Kammer 2, Kammer. Zwei, drei, vier, fünf und Kammer 6. Ja. Jetzt gehe ich mal zur Ranke. Man bekam ja auch eine Ranke. Na, hier habe ich das noch nicht belegt. Aber hier seht ihr Schauerschnäppchen. Blubberflüger und natürlich Flossenschock. Alle Items, die man bekommen konnte. Und was bringt die Ranke? Ja, nur Tropen-EP. Und halt was für die für den Hai. Ein bisschen mehr. Mehr EP, schnelle Produktion. Ja, mehr gab es nicht. Aber im Großen und Ganzen fand ich das Event interessant. Jetzt läuft ja auch der Saison-Event und wie ihr seht, also ich, es sieht optisch aus, als hätte ich das hier nicht geschafft, aber. Ich habe das geschafft. Ich bin bis hier unten hingekommen, habe das hier einmal abgeschlossen, habe gedacht, das wird dann auch ausgegraut sozusagen, aber das Ding ist eine wiederholbare Sache. So, dann gehen wir mal kurz im Shop, gucken mal da nochmal nach, was wir brauchen. Ja. Für eine Stunde, boah, und das ist dann und dann auch noch 5 verlangen. Also das ist aber echt happig. Hier, das mehr EP und TP für deine Bäume, 200% kostet nur 1. Also, dass Pflanzen mal wieder teurer sind, ist klar.
Man soll ja nicht so schnell fertig werden. Aber was soll's? Ich beklage mich nicht. Also ich bin mit dem Event vollauf zufrieden gewesen. Hatte alles auf Lager, was Tieran ging. Beim Superfutter, hat schon etwas gehapert, als ich die letzte Fuhre machen wollte. Aber da musste ich leider Farmteile ausgeben. Meine schönen Farmtaler, die ich angespart hatte. Weil ich wollte mir hier einen von diesen beiden Haustieren nochmal holen. Naja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt die Aufnahme beenden und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, euer Korkanto bei einem neuen Farmerama-Video.